Ja, also herzlich willkommen zum heutigen Webinar. So starten die Top Trader ins Börsenjahr 2019. Sie sehen, ich habe noch ein bisschen Silvesterstimmung auf der ersten Folie hier festgehalten. Und wenn man allerdings einen kleinen Blick in die Vergangenheit wirft, dann ist vielleicht nicht ganz so die Feierstimmung bei jedem gegeben. Man muss es dazu sagen, 2018 war kein leichtes Börsenjahr. Sie sehen es vor allem ab der Mitte des Jahres ging es dann doch ordentlich hinunter. Man hat hier wirklich gegen Ende des Jahres eine doch beachtliche Abwärtsdynamik gesehen. Allerdings ein echter Crash oder große Panik, würde ich das noch nicht bezeichnen, aber es hat halt jetzt doch diese Abwärtsdynamik einmal von dieser Seitwärtsbewegung noch zu Beginn, hat dann doch eben deutlich nach unten gedreht. Ja, und da stellt sich natürlich die große Frage, wie wird es im Jänner weitergehen? Gut, wir haben jetzt seit Beginn Jänner eine gewisse Erholung gesehen, aber Sie sehen das hier in dem Chart eigentlich. Noch ist das keine komplette Umkehrformation. Also muss man nicht unbedingt charttechnisch davon ausgehen, dass es jetzt das schon gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben wirklich einige Wikifolio-Trader, die es auch in so einem Umfeld schaffen, immer wieder aussichtsreiche Aktien zu finden und auch von ihrer Gesamtperformance dann im Wikifolio hier denen es eben nicht nur gelungen ist, den DAX zu schlagen, sondern tatsächlich auch noch positive Renditen zu erzielen. Und ich glaube, das ist schon eine wirklich ganz beeindruckende Leistung. Und da möchte ich Ihnen einige unterschiedliche Handelsansätze dann heute vorstellen. Am Beginn vielleicht auch eine interessante Folie. Sie sehen hier also Sie sehen die Entwicklung der Assetbestände jetzt. Verglichen Ende 2017 mit Ende 2018 oder eben Anfang 2019. Und was hier natürlich sofort auffällt, ja, Aktien Deutschland, das ging ein bisschen zurück. Da waren wir Ende 2017 auf ja, circa 54%. Und das ging eben doch hier deutlich zurück, wie Sie das sehen. Auf der anderen Seite Cashbestand, der ist auf gut 24% angewachsen. Was interessant ist auch zu sehen, bei den Aktien USA haben wir einen umgekehrten Trend. Also Sie sehen, Aktien Deutschland ging etwas zurück und Aktien USA hat Ende 2018 eben ein bisschen zugenommen. Das heißt, man könnte hier schon die ersten Rückschlüsse daraus ziehen, dass also manche Wikifolio-Trader doch noch an den amerikanischen Trend glauben oder vielleicht bei den deutschen Aktien schon ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Das müsste man dann natürlich noch genau untersuchen, aber hier so ein erster Indiz könnte das vermuten lassen. Aktien Europa sehen Sie relativ gleich geblieben, ETFs auch relativ unverändert. Aktien international hat vielleicht ein bisschen zugelegt, Zertifikate etwas weniger, Hebelprodukte auch weniger und sonstige ebenfalls weniger. Ich schaue nur ganz kurz, weil ob hier Fragen dazu gekommen sind. Nein, nicht zu dieser Folie. Gut. Ja, und Sie sehen auch hier die Top 3 Holdings, beispielsweise Deutschland. Also das ist für Ende 2018, heißt das, die Wirecard war da mit rund 3% drinnen, Eckert und Ziegler bei 2,4%, also in allen Wikifolios und Evotec 2,1%. Das sind so die größten Gewichtungen der deutschen Aktien. Und bei den USA, da sticht eine Amazon ganz deutlich heraus, Amazon, Facebook und Google oder Alphabet mit 3,2%. Ich habe mir gedacht, wir werden nicht ganz schaffen, alle Einzelaktien hier detailliert durchzubesprechen, aber schauen wir uns doch einmal die Wirecard und vielleicht auch die Eckert und Ziegler mal an und dann zeige ich Ihnen noch einige der meistgehandelten Titel. Ja, starten wir mit einem schönen Chart. Wirecard ging rauf in die Gegend von 200 €, also wirklich eine beachtliche Wertentwicklung und natürlich noch spannender, wenn Sie sich diesen Chart noch längerfristiger ansehen, dann werden Sie sehen, was wir für beachtliche Renditen eigentlich dieser Titel hier hingelegt hat die letzten Jahre. Ja, zuletzt, also so seit September, Oktober ging es dann doch deutlich hinunter. Klar, das ist eine schon massive Korrektur. Aber insgesamt übers Jahr haben wir eben doch eine Kursentwicklung, ja,
Kurse von um die 100 Euro, die dann eben gegen Jahresende da um die 130, 140 Euro sich bewegen. Also wie gesagt, doch ein Plus von 30 bzw. 40% pro Jahr. Also das ist schon immer noch beachtlich. Und schauen wir uns dazu auch einmal ein bisschen genauer unsere Detailseite an. Sie finden das übrigens selber dann auch auf der Homepage immer, wenn Sie halt dann bei den einzelnen Wikifolios, wenn Sie sehen, da hat jemand die Wirecard im Portfolio, dann können Sie dort einfach draufklicken und dann kommen Sie direkt zu dieser oder Detailseitenansicht. Sie werden dann sehen, dass ich ein bisschen aus Platzgründen hier ein wenig verschoben habe. Ich wollte Ihnen eben vor allem auch die Sentiment-Daten zeigen. Dort steht dann bei uns auf der Homepage so klassische Eröffnungskurs, Höchstkurs, Tiefskurs. Das habe ich hier jetzt einmal ein bisschen ausgeblendet, weil ich glaube, dass die Sentiment-Daten für Sie spannender sind. Ja, Wirecard, was sehen Sie hier? Sie sehen klassisch noch einmal den Chart. Ich habe das jetzt hier mal für ein Jahr auch eingestellt. Und Sie sehen beispielsweise darunter auch, welcher Trader hier, also ein ausgewählter Top-Trade ist das hier, welcher Trader hier mit der Wirecard eben hier einen sehr erfolgreichen Trade abgeschlossen hat. Das wäre dann eben das Wikifolio, also Peak Power bzw. der Rainer Schrott. Da können Sie sich dann, wenn Sie dann genau sich das Wikifolio anschauen möchten, dieser Trader hat eben, wie gesagt, mit diesem Titel 113% Return gemacht. Sieht man hier auch schön im Chart eingezeichnet. Rechts oben den Sentimentverlauf, da sehen Sie halt dann, ob bei uns auf der Plattform eher Käufe oder Verkäufe stattfinden, jeweils dann in den unterschiedlichen Zeiträumen. Und so sieht man halt dann schon, also aufs Gesamtjahr hatte man insgesamt 59% Käufe, 41 Verkäufe. Und wenn man so in der letzten Zeit hinschaut, ja, letzten 7 Tage gab es auch immerhin noch 57% Käufe. Gestern, wenn ich dann nur den einen Tag betrachte, da hat es dann eher ein bisschen umgedreht. Da hatten wir dann etwas mehr Verkäufe als Käufe. Also das ist vielleicht ganz allgemein zu den Sentiment-Daten, dass man das erklären kann. Es ist halt immer interessant, wenn hier extreme Ausschläge passieren. Extremwerte sind für mich Werte, die größer sind als 60, 65. Natürlich, ich sage es an der Stelle auch hinzu, wir als Wikifolio, wir machen hier keine Anlageberatung und von daher kann ich auch keine Kaufempfehlungen abgeben. Aber ich möchte Ihnen halt schon diese Information mitgeben, dass Sie sich selber mal Gedanken machen über diese Sentimentdaten und das könnte man dann durchaus vielleicht auch als eine mögliche Entscheidungsfindung mit einfließen lassen. Also schauen Sie sich das bitte in Ruhe an. Ja, und drunter sehen wir dann noch, in welchen Wikifolios eben aktuell die Wirecard gerade enthalten ist. Kommentare, es gibt dann eben auch auf dieser Detailseite, da können Sie dann durchklicken, der Reihe nach unterschiedliche Kommentare, die sind eben nach dem Datum sortiert, also jetzt die aktuellsten. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele hier mitgebracht. Beispielsweise jetzt aktuell hat ein Trader gesagt, hat hier auf das Kursziel von der BNP Paribas verwiesen. Die hat noch immer ihr Kursziel von 265 Euro beibehalten. Aktuell liegt der Kurs bei 144 Euro. Also sollten die Analysten von BNP Paribas recht haben, dann wäre da noch sehr viel Aufwärtspotenzial drinnen. Der MAF-Trader, beziehungsweise das ist der Leon Sanders, der hat zum Beispiel gesagt, im Handelsblatt heute ein spannendes Interview mit Klaus Rehnig erschienen. Ehemaliger Aufsichtsratmitglied berichtet also über das Potenzial von Wirecard und spricht auch von einer möglichen Übernahme. Das Kommentar liegt schon ein bisschen weiter zurück. Sie sehen es im Datum, das war von 27.12. Aber vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, das hier genauer dann nachzulesen. Schauen wir uns die nächste Aktie an. Ja. Die Eckert und Ziegler, da fällt natürlich jeden auf, der sich die letzten Wochen und Monate die Charts angesehen hat. Der DAX ist massiv hinunterkorrigiert. Ich habe Ihnen vorher den Chart auch gezeigt. Eben gerade so ab Mitte des Jahres ist er deutlich hinuntergegangen.
Und Eckert und Ziegler wandert hier eigentlich komplett gegen den Trend, zeigt also wirklich massiv Trendstärke. Und sowas ist natürlich immer extrem spannend. Und idealerweise erkennt man halt solche Trendstärke schon in einem möglichst frühen Stadium. Und ich erinnere mich die letzten Wochen und Monate zurück, ich habe einige Webinare auch gemacht mit Top-Tradern, beispielsweise der Stefan Bayer, der ja das Wikifolio hat, Trendfolge Long, Short, Small Cap. Der hat auch die Eckert und Ziegler sich ganz genau angesehen, war auch von den fundamentalen Kennzahlen sehr überzeugt und ist eben auch erst relativ weit oben eingestiegen bei dieser Aktie und hat eben dann doch einen Teil dieser Aufwärtsdynamik hier noch mitnehmen können. Wer sich das noch genauer anschauen will, Wikifolio eben Trendfolge Long Short Small Cap, das habe ich Ihnen heute nicht mitgebracht, weil einfach aus dem Grunde hat die Aktie vor einiger Zeit auch wieder verkauft und aktuell ist er eben komplett in Cash gegangen, beziehungsweise hat nur eine Short DAX Position. Von daher wollte ich Ihnen, oder glaube ich, dass das für heute nicht so spannend ist. Aber wenn Sie sich grundsätzlich das Wikifolio anschauen möchten, Trendfolge Long Short Small Cap von Stefan Bayer, der hat diese Aktie hier eben auch sehr erfolgreich gehandelt. Ja, auch hier ein kurzer Blick auf die Sentiment-Daten. Was hier schon auffällt, sogar in der letzten Zeit, jetzt kommen halt doch immer mehr Wikifolio-Trader auf diesen Titel auch drauf. Also gerade so die letzten 7 Tage haben wir doch Kaufsentiment von 70% gehabt. Das ist schon relativ hoch. Da muss man natürlich auch immer so ein bisschen, naja, ich will nicht eine Warnung aussprechen, aber doch ein bisschen so mit Vorsicht auch dann zu genießen. Da ist dann immer die Frage, hüpfen wir da nicht schon zu spät auf diesen Zug auf? Das passiert natürlich manchmal, dass sich dann so einige Aktien, die halt wirklich Trendstärke zeigen und wo wir dann auch ein bisschen öfter darüber berichten, dass dann halt immer mehr Trader draufspringen. Das muss sich halt dann jeder wirklich selber überlegen, ist das jetzt dann auch vom Timing noch gut oder optimal? Aber insgesamt natürlich schon eine interessante Entwicklung zu sehen. Einerseits eben, was für eine Trendstärke die hat und auch wie hier das Käufer- und Verkäufersentiment sich hier verändert über die Zeit. Ja, und drunter sehen Sie eben wieder, in welchen Wikifolios das enthalten ist und beispielsweise das Spezialwerte Wikifolios. Das möchte ich Ihnen dann gleich als nächstes auch vorstellen. Ja, und bei den Kommentaren, also Sie finden es hier, gleich einer der ersten Trader sagt hier auch ganz klar, Eckert und Ziegler ist derzeit einer der einzigen wenigen Werte am deutschen Markt, die mit deutlicher relativer Stärke überzeugen und eben sogar wirklich neue Hochs markiert. Ja, und andere Trader schreiben dann auch eben, dass die durchaus fundamental interessant sind und wieder ein anderer Trader schreibt hier, spricht hier sogar von Panikkäufen bei der Eckert und Ziegler. Ja, also hier auch wieder exemplarisch einige Kommentare zu diesem Titel dazu. Aber wie gesagt, es fällt eben hier schon diese extreme Performance auf und vor allem interessant, dass die halt komplett gegen den normalen Markttrend sich bewähren konnte. Ja, ich habe es einleitend kurz erwähnt. Ich wollte Ihnen auch kurz zeigen, die meistgehandelten Titel. Ich habe ein bisschen überlegt, soll ich Ihnen das fürs ganze Jahr zeigen? Ich könnte es Ihnen auch fürs ganze Jahr zeigen. Aber der Dezember ist halt doch ein bisschen aktueller und sozusagen ein bisschen eine kurzfristigere Entwicklung. Darum habe ich Ihnen jetzt einmal hier diese Folie mitgebracht. Sie sehen die Wirecard noch immer einer eindeutig der meistgehandelten Titel. Es war im Vormonat noch extremer. Da hat man über 2000 Trades auf der Plattform, aber auch im Dezember deutlich über 1200 oder ja, fast 1300, glaube ich, waren es 1280 in dieser Gegend. Also eindeutig noch einer der meistgehandelten Titel auf Wikifolio. Und wir hatten immerhin 55% Kauforders, also ein leicht bullisches Segment. Wobei ich das sage, wenn diese Werte nur so um 5% schwanken, ist es noch nicht wahnsinnig signifikant. Ja, Wirecard haben wir uns vorhin schon angeschaut. Fresenius an der zweiten Stelle, da fällt ebenfalls auf 67% Kauforders. Das ist schon ein relativ starker bullischer Wert. Und dann weiter unten hätten wir noch die BASF, die sticht da auch so ein bisschen mit 69% raus.
Ja, ich darf Ihnen noch kurz, weil ich jetzt gerade diese beiden Titel erwähnt habe, zeige ich Ihnen auch ganz kurz, wie hier die Charts aussehen. Fresenius, ja, wir sehen hier deutlich was anderes als wie bei Eckert und Ziegler. Die ist eben gerade in den letzten 4 Monaten deutlich nach unten korrigiert. Und ja, das kann natürlich dann vielleicht auch für den ein oder anderen Value Investor interessant sein. Also Sie sehen es, dass hier durchaus in letzter Zeit wieder das Kaufsentiment so ein bisschen zugenommen hat. Gestern haben wir 71% Käufe gehabt, nur 29% Verkäufe. Weiter unten sehen wir auch wieder wie in den Wikifolios, wo es halt enthalten ist, Bullen Arena, Minus Sinus Value, Blue Wave. Und Sie sehen auch wieder ein Trade-Beispiel. Beispielsweise hat hier ein Trader 13,6% mit diesem Titel gemacht in 29 Tagen war dieser Trade dann noch abgeschlossen. Ja, schauen wir auch hier kurz einen Blick auf die Kommentare. Hier spricht einer von Insiderkäufen in Millionenhöhe. Also das ist vielleicht auch interessant, sich genauer anzuschauen. Und es gibt eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Also nachdem die Kurse jetzt so runterkorrigiert haben, hat Goldman Sachs das eben doch durchaus spannend wieder eingestuft oder gesagt, dass es eben vom Preis-Leistungs-Verhältnis oder Kurs-Gewinn-Verhältnis durchaus wieder interessant werden könnte. Ja, und BASF, Sie sehen es auch hier, wir haben einen Chart gehabt in der Region 96, 98 noch zu Beginn des Jahres. Ja, ging es deutlich hinunter, teilweise auf unter 58 Euro, jetzt aktuell so um die 63, also auch hier eine deutliche Abwärtsdynamik, die eigentlich ähnlich mit dem DAX einherläuft, eigentlich sogar schon ein bisschen früher begonnen hat, als es beim DAX so hinunterging. Ja, schauen wir auch hier kurz aufs Sentiment hin. Letzten Monat, also doch hier 58% Käufe aufs Jahr gesehen, auch 67%. Es sind hier schon, natürlich muss man schon fairerweise dazu sagen, einige Trader sind hier schon sehr früh aufgesprungen. Aber ein deutlicheres bullisches Sentiment haben wir halt dann doch beim, wie gesagt, Einmonatsbetrachtung, so 68%. Das sticht halt da doch ein bisschen heraus. Ob diese Trader jetzt richtig liegen, das werden wir dann natürlich erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Also ob das tatsächlich schon eine Trendumkehr war. Aber dann natürlich auch hier interessant, sich die Kommentare anzusehen. Sie sehen, es gibt den einen oder anderen Trader, der hier vielleicht ein bisschen nachkauft. BS hat stark nach unten korrigiert, dass auch dieser Trader schreibt, so es gab Kurse von über 95 bis hinunter auf 60. Also das könnte oder war für ihn vielleicht dann auch ein Grund, hier eine kleine Position aufzubauen. So, und damit darf ich Ihnen heute mal das erste Wikifolio vorstellen. Ich habe natürlich überlegt, nach welchen Kriterien soll ich Ihnen jetzt heute die Wikifolios präsentieren und ich habe mir gedacht, ich versuche Wikifolios zu finden, die auch mit dieser so Gesamtstimmung und Positionierung ganz gut übereinstimmen. Und eines, was hier glaube ich einmal ganz gut dazu passen würde, wäre eben das von Thomas Dittmar betreute Wikifolio Spezialwerte. Sie sehen es einmal hier rechts unten beim Aktien, bei der Asset Allocation. Die Aktiengewichtung somit um die 60,8%. Also auch das passt hier ganz gut hinein. Also Sie sehen, der Trader ist schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Die Cashquote wurde dann über das Jahr hin etwas erhöht. Und ja, und damit ist man eigentlich ganz gut gerüstet. Wenn es halt jetzt wirklich noch weiter runtergehen könnte, wäre dieser Trader hier durchaus in der Lage, hier dann weiter nachzukaufen. 39% Cash, das gibt schon einen gewissen Spielraum. Und ich zeige Ihnen dann auch gleich diese 60% Aktien, wie er denn das verteilt hat. Was hier natürlich auch auffällt, wenn Sie sich die Equity-Kurve anschauen und das dann beispielsweise mit DAX oder S&P vergleichen, ist dem eben tatsächlich auch im letzten Jahreszeitraum eine positive Performance gelungen. Ein Jahr Performance 11,2%, Performance seit Start 164%. Und was hier schon sehr beeindruckend ist, das muss man eigentlich wirklich neidlos anerkennen, nicht nur die 164% Performance, sondern das Ganze ist auch ge gelungen bei einem bisherigen maximalen Drawdown von gerade einmal 12,9%, also weniger
als 13% Max Drawdown bisher. Machen wir einen Blick hinein. Ja, die Handelsidee ist eigentlich ein klassischer Value-Ansatz, der sich vor allem auf Nebenwerte spezialisiert. Ich habe das hier mal versucht, rechts unten so kurz zusammenzufassen. Ja, Handelsuniversum sind natürlich klassisch Einzelaktien, wie gesagt, Fokus hauptsächlich auf Nebenwerte. Es können aber auch ETFs oder Fonds könnten als Absicherungsgründen auch beigemischt werden. Ja, und wenn wir einen Blick ins Portfolio werfen, naja, dann sehen Sie hier schon zumindest mal einen bekannten Namen, die Eckert und Ziegler hier gleich an der zweiten Stelle, hier beachtliches plus 251%, also die hat hier sicherlich auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass die Gesamtperformance so gut aussieht. Ja, und ansonsten noch, was sticht positiv bisschen heraus, also Envitec Biogas und dann vielleicht noch eine Siemsee Solarparken, ebenfalls ganz gut entwickelt und es sind zwar auch ein paar kleinere negative Werte drinnen, aber Sie sehen es, österreichische Post minus 1% und die anderen Werte mit minus 0,8 und 0,7, das ist eigentlich überschaubar. Ja, und so teilen sich eben die 60% Aktienquote hier bei diesem Trader auf. In der Trade-Historie, wie gesagt, Sie können natürlich auch genau in der Trade-Historie zurückschauen. In dem Fall zum Beispiel sehen wir, 7C Solarparken wurde sozusagen realisiert oder wurde eben die Position gekauft mit einem Plus. Und dann neu hinzugekommen sind die Titel 2G Energy und Klöckner ebenfalls neu dazugekommen. Ja, er hat eben hier unterschiedliche Kommentare, einerseits zu Eckert und Ziegler. Er sagt jetzt auch, dass die Eckert und Ziegler jetzt hier mit knapp 9 für Enterprise Value zu EBITDA eben sich dem fairen Wert ganz gut nähert. Von daher, ich habe es vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, man muss halt immer überlegen, springt man sehr früh auf den Zug auf oder relativ spät. Jetzt hat die natürlich auch schon hier eine gewisse Wertentwicklung hingelegt und ist eben dann auch in dieser Bewertungszone oder in der Nähe des fairen Wertes, könnte man jetzt hier rauslesen. Ja, der Rest sind halt auch einerseits auf den Blog noch verwiesen, beziehungsweise auch zur Linde-Aktie noch ein einzelnes Kommentar dazu. Entschuldigen Sie, da ist mir ein kleiner Fehler passiert. Ich korrigiere das ganz schnell. Das nächste Wikifolio, Chancen übergreifen. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Ich sage da gleich noch was dazu. Wird eben vom André Domaschke betreut. Sie sehen sehr beachtliche Performance von 195% seit Start. Das Ganze ist ihm gelungen bei einem maximalen Verlust von ja, ebenfalls um die 13%. Also auch hier eine sehr glatte Equity-Kurve. Und Sie sehen auch, ja, die Aktienquote so bei 71%. Also der ist fast noch einen Tick stärker investiert. Cashquote um die 28,9%. Also auch das passt hier ganz gut hinein eigentlich von dieser Asset-Allokation, die ich Ihnen am Beginn gezeigt habe. Also einige Trader haben schon gewisse Cash-Bestände einfach aufgebaut, um einen gewissen Puffer hier auch zu haben. Und schauen wir auch hier hinein, welche Handelsidee dahinter steckt. Ja, dieser Trader, muss man dazu sagen, hat vielleicht nicht zu weit ausgeholt bei seiner Beschreibung der Handelsidee. Daher kann ich das auch sehr kurz und knapp zusammenfassen. Es ist im Wesentlichen ein fundamentaler Ansatz, der einfach auf Nachrichten schaut, auf die unterschiedlichen Finanzforen und er kann im Prinzip alles handeln, außer Hebelprodukte. Ja, machen wir auch hier gleich einen Blick ins Portfolio hinein. Sie sehen es auch wieder an Pharma-Wert, Clinuvel Pharmaceuticals hat sich hier sehr schön entwickelt und AngloGold Ashanti sticht hier vielleicht auch heraus. Und ja, der Rest sind ein paar positive und ein paar negative Werte.
Auch hier bei der Trade-Historie natürlich wurden einige positive Trades realisiert. Da können Sie eben natürlich wie bei jedem Wikifolio komplett in der Trade-Historie zurückschauen. Beispielsweise die Bio-Delivery, Nanogate und Click Digital, die wurden hier bereits positiv realisiert. Jaguar Health, da war dann negativer Trade und bei der Ecotel ebenfalls. Ja, aber in Summe, Sie haben die Equity-Kurve vorhin gesehen. Das ist schon ein Trader, der sich über die Jahre hin einiges an Trades hier abgeliefert hat. Sie können sowas sehr schnell sehen, wenn Sie die Trade-Historie hier einmal selber zurückklicken. Da sehen Sie dann, wie viele Trades da insgesamt gemacht worden sind. Und dann ist es natürlich schon spannend, sich einmal hier die Gesamttrefferquote auszurechnen, beziehungsweise auch durchschnittlichen Gewinn- oder Verlust-Trade. Das ist auch eine spannende Statistik, die wir vielleicht so im Hinterkopf haben. Und ja, wir werden schauen, vielleicht kann man sowas auch mal dann in weiterer Zukunft vielleicht auch noch ergänzen. Event Trader. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Wikifolio noch vorstellen, das hier einen deutlich anderen Ansatz fährt als die vorhin vorgestellten. Aber auch das vielleicht so ein ganz interessanter Denkanstoß für den einen oder anderen oder interessant eben für Sie, wie dieser Trader das macht, weil es eben wirklich jetzt im Vergleich zu den anderen nicht so ganz klassisch einfach fundamentale Aktien ins Depot legt, sondern dieser Trader handelt eben ganz gezielt spezielle Events, aussichtsreiche Events, und er macht das Ganze mit Hebelprodukten. Sie sehen die Equity-Kurve, auch hier letztes Jahr oder über ein Jahr zurückliegend jetzt gut 17,6%, und das Ganze ist ihm gelungen mit einem maximalen Drawdown, also der größte bisherige maximale Verlust von gerade einmal 6,4%. Schauen wir da also ein bisschen tiefer hinein, wie ihm das gelingt. Ja, also er versucht eben, wie gesagt, aussichtsreiche Events zu handeln. Und er macht das eben mit Hebelprodukten. Und interessanterweise unterteilt jeden dieser Trades dann in vier Kategorien, wo er sagt, es gibt Gewinntrades, die mehr als 100% generieren. Kategorie B von Trades, die zwischen plus, also zwischen 0 und 99% liegen. Die C-Trades dann Verlusttrades, also zwischen 0 und minus 99. Oder Kategorie D, ein Verlust größer als 100% oder minus 100% dann eben die Kategorie D. Und was er hier wirklich sehr konsequent macht, ist, dass er eigentlich die Kategorie D versucht auszustoppen. Und das ist halt wirklich interessant, sich hier dann auch die Trade-Verteilung anzusehen, weil es gibt natürlich einige Trader, die probieren mit Hebelprodukten sehr wild herumzuspekulieren, aber gerade wenn man mit Hebelprodukten handelt, ist halt ein sehr konsequenter Ansatz wichtig, um dann eben auch wichtig zu sehen, dass die Trades eben tatsächlich ausgestoppt werden. Aktuell ist er gerade komplett in Cash. Also das ist vielleicht auch ganz interessant. Er handelt eben wirklich nur dann, wenn er aussichtsreiche Events sieht. Wenn aktuell gerade nichts, sozusagen kein Ereignis passiert, wo er sagt, das möchte er mit einem Hebelprodukt handeln, dann geht er eben hier auch komplett in Cash. Ja, machen wir einen Blick in die Trade, also in die jetzt zuletzt abgeschlossenen Trades. Sie sehen beispielsweise, es gab hier einen Turbo Call Optionsschein auf den Dow Jones Industrial. Plus von 124% wurde dieser Trade abgeschlossen. Und einen anderen Turbo Optionsschein auf die SAP, der wurde auch in mehreren Tranchen verkauft. Also teilweise 166%, teilweise 95% Performance. Also auch hier ganze Menge an positiver Trades. Wenn Sie das natürlich genauer wissen wollen, ja, dann können Sie natürlich auch einfach wieder aufs Wikifolio zurückgehen, eben Wikifolio Event Trader, und dann unter den Trades, dort können Sie dann eine komplette Auflistung aller Trades einsehen. Ja, das bringt mich auch hier zu den Kommentaren. Also auch hier sagt der Trader, es wurde ein manueller Stop-Loss ausgeführt und Gewinne mitgenommen eben bei der Eckert und Ziegler. Wobei er auch hinzufügt, das ist einer der wenigen Titel, der sowohl fundamental als auch charttechnisch eben spannend erscheint. Ja, und die anderen Marktkommentare sind eher so klassisch, hat neues All-Time-High erreicht. Und wie gesagt, da dachte ich mir eben, dass das für Sie
interessant sein könnte, auch hier ein Wikifolio zu sehen, das tatsächlich komplett gegen den Trend schwimmt und eben sich auch in diesem Marktumfeld ganz gut beweisen konnte. Ich möchte Ihnen eine Studie nochmal, ich habe das zwar gegen Ende des letzten Jahres auch kurz hergezeigt, aber vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Es gab vor kurzer Zeit eine Studie von der Universität Zürich und Genf. Die haben unsere Daten sich genauer angesehen und vor allem die Frage gestellt, ist ein Anleger auch wirklich in der Lage, die guten oder erfolgreichen Wikifolios selber auszuwählen? Und da gab es die erste wichtige Erkenntnis, Wikifolio-Zertifikate ab einem investierten Kapital von 1 Million Euro schneiden hinsichtlich ihrer Performance besser ab als der Gesamtmarkt oder Investmentfonds. Und das ist schon einmal etwas, was uns insofern freut, weil das heißt tatsächlich dort, wo die größeren Summen an Anlegergeld auch hineingeflossen sind, die haben in der Regel auch gar nicht so schlecht performt. Und die weitere wichtige Aussage war eben auch, Professor Dr. Hens hat das folgendermaßen zusammengefasst, die Social Trading Plattform Wikifolio bietet Anlegern eine wirtschaftliche, sinnvolle Investmentalternative und der wichtige Zusatz, und Anleger sind im Allgemeinen auch in der Lage, jene Wikifolios zu identifizieren, die von fähigen Tradern erstellt und betreut werden. Sie sehen das hier auch in diesem Chart angedeutet, also die großen Wikifolios, das ist jetzt, sind die kumulierten Renditen der größeren Wikifolios, das ist die blaue Linie, und wenn Sie das dann vergleichen mit MSCI World oder auch die kleineren Wikifolios, die haben dann hier schon deutlich schlechter abgeschnitten. Ja, und das bringt mich eigentlich dann schon zur Suchseite. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, also ich hoffe, dass Sie mit unserer Suche zurechtkommen. Und wie gesagt, die Studie zeigt auch, dass man sich hier, dass anscheinend schon die halbwegs erfolgreichen Trader auch tatsächlich identifiziert werden können. Und Sie haben jetzt hier auch ein weiteres Selektionskriterium. Es kann natürlich auch das investierte Kapital eine mögliche Orientierungshilfe liefern, und sonst haben wir uns halt bemüht, wirklich die Wikifolio-Rangliste beziehungsweise auch hier unterschiedliche Filterkriterien zu machen, nach denen Sie dann hier selber die Wikifolios auswählen können. Weitere Informationen, wenn Sie also mal die Top-Wikifolio-Rangliste im Detail erklärt haben möchten. Ich habe es rechts oben eingeblendet. Da haben wir dann ein eigenes YouTube-Video. Finden Sie ganz leicht, wenn Sie in YouTube eingeben, die Top-Wikifolio-Rangliste, dann kommen Sie dort direkt zu dem Erklärvideo. Und ja, sonst natürlich unsere Suche, unterschiedliche Filterkriterien, wo Sie nach Performance, nach maximalen Drawdown oder eben auch nach investiertem Kapital hier auswählen können. Und ja, schauen Sie sich einfach bitte dann den Handelsansatz genau an. Ich empfehle immer dazu, versuchen Sie den Handelsansatz auch zu verstehen, dass Sie wirklich nachvollziehen können, was macht der Trader da eigentlich genau. Und dann kann man ja entscheiden, ob das zur eigenen Handelsvorstellung oder Investmentvorstellung eben dazu passt oder nicht. Ja, damit Sie eben einen ganz guten Einblick auch haben in sozusagen die unterschiedlichsten Handelsansätze oder damit Sie vielleicht auch den ein oder anderen Trader mal quasi persönlich, beziehungsweise über halt die Online-Medien, die uns so zur Verfügung stehen, einmal ein bisschen besser kennenlernen oder sich ein Bild machen können, schauen Sie bitte einfach bei uns auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ich habe hier mal einen kleinen Screenshot gemacht, einer kleinen Auswahl der Videos und Webinare, die wir mit den Tradern machen. Es gibt unterschiedliche Formate. Beim Traders Café beispielsweise laden wir den Trader zu uns ein, wo ich ihn einfach interviewe. Oder es gibt natürlich klassische Webinare, die ich teilweise alleine mache oder mit den Tradern gemeinsam. Also wenn Sie hier Lust und Laune haben, gerne auch einmal bei uns bei den Aufzeichnungen reinschauen. Ist dann auch spannend, den einen oder anderen Trader dann genauer, eben dann auch den Handelsansatz genauer kennenzulernen. Ja,
Damit darf ich zusammenfassen, wie können Sie vom Social Trading profitieren? Ja, nutzen Sie bitte das Wissen einfach der Trader für sich. Viele Trader schreiben sehr ausführliche Kommentare auch zur Einzelaktie, zum Gesamtmarkt. Also ich kann Sie wirklich hier nur einladen, nutzen Sie diese Kommentare einfach, wenn Sie dann auch ein spezieller Einzeltitel interessiert. Ich habe Ihnen dann heute auch etwas genauer unsere Wikifolio-Detailseiten gezeigt. Das ist dann vielleicht auch interessant, wenn Sie also so Sentiment-Daten sich genauer ansehen wollen oder eben beispielsweise auch sehen, wie andere Wikifolio-Trader diesen Titel gehandelt haben. Sicherlich auch interessant für Sie. Was auch für, ja, auch für mich teilweise interessant ist, ist es immer wieder zu sehen, dass Top-Trader eben sehr gut wichtige Trends, zukünftige Trends auch schon in einem sehr frühen Stadium erkennen. Man merkt es dann wirklich, wenn unterschiedliche Top-Trader anfangen, diese Titel dazu zu kaufen oder auch dann Kommentare über bestimmte Titel zu schreiben. Da erkennt man eigentlich dann ganz gut, wann solche Trends entstehen können. Ich erinnere mich noch zurück, vor 4 Jahren oder mittlerweile 5 Jahren, gab es halt wirklich die ersten Trader, die bei uns dann auf die Elektromobilität aufgesprungen sind. Da wurde dann viel auch über eine Tesla geschrieben und das war halt dann doch zu einem noch sehr frühen Stadium und es ist halt dann auch wirklich interessant, hier die Dynamik dann weiterhin zu beobachten. Ja, natürlich auch dementsprechend die Werte, also nicht nur Gesamttrends, sondern dann auch dementsprechend die einzelnen Titel, wenn diese dann gekauft werden. Das kann natürlich auch ein interessanter Hinweis sein. Oder eben die Sentimentdaten, so wie ich Ihnen das vorhin gezeigt habe, also Kauf- oder Verkauf, Sentimentdaten, gibt Ihnen halt grob eine Richtung, ob die Trader jetzt eher dort in Kauflaune oder Verkauflaune sind. Ein weiterer Aspekt könnte vielleicht auch sein, man kann sich hier beim gewissen Risikomanagement auch inspirieren lassen. Es ist natürlich schon interessant zu sehen, wann verkaufen jetzt manche Trader und wann steigen jetzt manche grundsätzlich wieder ein. Das könnte Ihnen vielleicht auch beim Timing helfen. Und von daher, glaube ich, macht es immer wieder Sinn, auch auf der Homepage einfach vorbeizuschauen und auch zu schauen, wie die Trader laufend agieren. Und ein anderer Aspekt ist eben noch, einige Trader haben sich eben auf Branchen spezialisiert und dort ein sehr umfangreiches Fachwissen aufgebaut. Und auch das können Sie dann natürlich einfach nutzen, wenn Sie hier in die Kommentare einfach einsehen können. Ja, Möglichkeiten aus Anlegersicht ist bei uns relativ klar. Sie haben natürlich die Möglichkeit, jetzt ähnliche Prinzipien zu nutzen, wie das auch die Top-Trader bei uns auf der Plattform machen. Also eine Möglichkeit einfach, dass Sie sich einen ähnlichen Handelsstil aneignen wie die Top-Trader. Oder die klassische Variante ist natürlich, wenn Sie einmal dann von einem Trader überzeugt sind, dann können Sie eben sehr leicht diesem Trader über ein börsengelistetes Indexprodukt, sprich über die Wikifolio-Zertifikate, dann auch sehr leicht diesem Trader folgen. Ja, damit zum Abschluss der obligatorische Risikodisclaimer. Also wie gesagt, wir machen hier keine Anlageberatung. Auch die ganzen Einzelaktien bitte nicht als direkte Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu sehen, sondern ich wollte Ihnen das einfach exemplarisch zeigen, dass Sie dann auch unsere Detailseiten gut verstehen. Ich hoffe aber nichtsdestotrotz, dass das natürlich spannend für Sie ist und auch spannend, wenn ich Ihnen das ein oder andere Kommentar von den Tradern hier zeige. Das war's im Wesentlichen von meiner Seite. Damit komme ich jetzt schon zum Schluss und sage natürlich, wenn Sie nachgelagert noch weitere Fragen haben, gern an service@wikifolio.com oder auch an mich persönlich. Nikolaus.nicolsus@wikifolio.com können Sie mich gerne und gut und jederzeit erreichen. Und ja, falls es jetzt natürlich auch direkt Fragen gibt, kann ich die auch jetzt gleich beantworten. Und sonst wünsche ich einen schönen guten Abend. Da sehe ich, kommt gerade was rein. Ja, eine Frage kam jetzt herein Richtung Handelbarkeit. Ich habe jetzt beispielsweise auf einigen Folien gehabt, welche die für Österreich zugelassen sind. Das zeige ich Ihnen am besten einfach direkt auf der Homepage. Also die Frage war auch, wie könnte man Wikifolios finden, die dann in der Schweiz zugelassen sind. Naja, Sie können jetzt hier einfach einmal auf die Seite gehen.
Ich selber sitze jetzt in Österreich, von daher ist quasi die Suche jetzt hier auf Österreich einmal beschränkt bei mir. Das passiert jetzt automatisch. Sie könnten natürlich dann hier oben in die Suchseite dann ch oder de, wie auch immer, dann eingeben. Und so würde man dann halt auch auf die Schweizer Seite kommen. Sie sollten aber bei sich, also wenn Sie wirklich die Wikifolios aus der Schweiz ansehen, dann sollte das hier eigentlich, was ich jetzt hier versuche, händisch zu machen, das sollte eigentlich bei Ihnen automatisch kommen, dass Sie, tja, klassischer Vorzeigeeffekt, dass Sie eigentlich dann hier direkt auf die Schweizer Seite automatisch kommen. Ne? Geben Sie mir hier eine Sekunde, ich habe das hier etwas zu schnell eingefügt. So, jetzt wären Sie beispielsweise auf der deutschen Seite und analog geht das dann bei Ihnen auch, wenn Sie jetzt sozusagen von der Schweiz die Homepage aufrufen, haben Sie dann hier links unten einen Filter, dass Sie dann eben nicht nur hier die deutschen Wikifolios haben, sondern Sie können dann eben auch sagen, Sie möchten speziell die Schweizer Wikifolios haben. Ja, es kam jetzt noch eine weitere Frage hinzu. Ja, Frage nach der Besicherung der Wikifolio-Zertifikaten. Also grundsätzlich jedes Wikifolio-Zertifikat ist einmal, weil es ein Zertifikat ist, unterliegt es dem Emittentenrisiko. Das heißt, sollte Lang und Schwarz tatsächlich krachen, sind die Wikifolio-Zertifikate einmal schon davon betroffen. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wir haben vor einiger Zeit eine Besicherungslösung eingeführt. Das ist so zu verstehen, dass es hier einen Treuhänder gibt, der im Fall eines tatsächlichen Konkurses die Assets eben auch verwerten würde. Ich sage es korrekterweise dazu, es ist keine hundertprozentige Besicherung, aber es werden eben die Aktien- und Cashbestände verwertet, wobei man das so salopp vom Verständnis sagen kann, die Aktien werden quasi komplett abgerechnet. Die Cashbestände können von der Konkursmasse schon betroffen sein. Sie finden den Grad der Besicherung, finden Sie dann immer auf der Homepage von Lang und Schwarz. Ich habe jetzt etwas länger schon nicht drauf geschaut. Damals, als ich drauf geschaut habe, war das um die 92%. Das heißt, so salopp könnte man sagen, dass 92% des Wikifolio-Wertes besichert sind. Wenn Sie das genauer wissen wollen, bitte eben, wie gesagt, aktuell auf die Homepage dann von Lang und Schwarz schauen. Dort steht das dann. Aber eben wichtig für Sie die Information, die Wikifolio-Zertifikate verfallen nicht wertlos oder die sind auch nicht zu 100% weg, sondern eigentlich ein Großteil des Geldes ist besichert. Ja, und dann noch eine Frage nach den Wikifolio-Gebühren. Das kann ich jetzt gleich hier beantworten, wenn ich dieses Wikifolio beispielsweise öffne. Jedes Wikifolio-Zertifikat hat eine Zertifikategebühr von 0,95% pro Jahr. Das ist sozusagen die Fixgebühr. Und dieses Wikifolio-Zertifikat hat eine Performancegebühr von 5%. Ja, und diese 5% fällt eben wirklich nur von den Gewinnen an, beziehungsweise wenn neue Hochs erreicht werden. Ja, wir haben einmal im Jahr ein Reset, das heißt, jetzt zum Beginn würde man dann einfach sehen, wo hier aktuell die High Water Mark ist und sobald hier neue Hochs gebildet werden, dann fällt eben diese Performancegebühr von 5% an. Ja. Ich glaube, das waren alle wesentlichen Fragen. Wie gesagt, wenn nachgelagert noch was ist, gerne an service@wikifolio. Und damit wünsche ich Ihnen heute einen schönen guten Abend und ich wünsche Ihnen auch einen guten Start ins neue Börsenjahr.